beste Freunde. Ihr habt es geschafft. Tag 4. Es ist soweit. Ihr dürft wieder was anderes aussortieren. Und ihr habt es natürlich schon gelesen. Heute geht es um Papierkram. Also alles an Papierkram, was ihr habt. In der Regel haben die meisten diese kleinen Pappsammler. Die habe ich auch, da habe ich auch unglaublich viele von. Es geht um alles, was in euren Briefkasten reinfliegt. Das heißt alles an Werbung, Prospekten, Wurfzetteln, Briefen, einfach alles, was ihr so an Papier rumfliegen habt, was irgendwie bedruckt ist. Keine Ahnung, ihr seht hier einfach wieder mal den ganzen Haufen, den ich euch hier aufgelistet habe. Bei den Unterlagen ist es natürlich schwer zu sagen, Leitfrage, was davon bringt mir Freude? In der Regel bringt Papierkram nicht viel Freude, es sei denn, es ist Adoptionspapiere für euren Hund. Ihr solltet euch vielleicht eher fragen, wie lange liegen die Sachen da schon? Habe ich sie angerührt in letzter Zeit? Werde ich sie benötigen für Steuer und sonstiges? Brauche ich die für Behörden, also Geburtsurkunden und Steuernummern und sonstige Sachen? Da solltet ihr so ein bisschen drauf achten und es ist ja eher das Praktische, was man da an Unterlagen behält, was man auch tatsächlich dann benötigt. Und der erste Schritt, den ihr da machen müsst, könnt, sollt, ist natürlich wieder alles aus seinem gewohnten Ort einfach rauspulen. Wieder auf einem Bett, einer Couch, einem Boden, einer Plane, was auch immer auszubreiten, damit ihr das ganze Ausmaß eurer Papierkrams, Suchtzeugs sehen könnt. Natürlich stellt man sich wieder währenddessen die Fragen, habe ich es angerührt? Brauche ich das eventuell, umzuziehen? Brauche ich das eventuell irgendwie im nächsten Monat, um meine Steuererklärung zu machen? Also was, da solltet ihr einfach mal drüber gucken. Boom! Alles, was ich an Papieren besitze. Teilweise sind noch Chris-Sachen dabei, aber der größte Teil gehört mir. Mal schauen, ob ich da irgendwie Struktur reinkriege. Ich hasse sowas. Das Problem in Deutschland ist ja natürlich auch, dass wie du ins Erwachsenenalter eintrittst, dass du so gut wie alles für die Steuer aufheben musst. Natürlich ist alles wichtig wie Geburtsurkunden und Co. Aber ich schätze, es sind auch ziemlich viele Erinnerungsstücke noch dazwischen. Deswegen muss ich mal schauen, was das jetzt wird. Und so könnt ihr das Ganze natürlich gleich im nächsten Schritt ordnen. Ich habe ja zum Beispiel meine riesen Pappkarton-Heft Notiz von Lights, ihr seht das ja. Und da habe ich dann eine gewisse Ordnung reingebracht, habe Klarsichtfolien gemacht, dass ich das alles auch super sehen kann und habe es dann eben gleich mit sortiert, dass ich auch weiß, was ist wo. Alles steht auf dem Rücken des Hefters. Und ja, dann habe ich das Ganze aussortiert. Das ist das, was übrig geblieben ist. Hier sind zwei leere Ordner. Das ist der komplette Müll und das da gehörte Chris. Das muss er selber nochmal durchgehen. Ich habe jetzt einfach nur alte Sachen weggeschmissen, wo ich gesehen habe, die können weg. Ja, und das hier sind so Sachen, die uns... Also es gibt einen Ordner, die uns beide betreffen. Das sind so Garantien und so ein Scheiß. Dann Zeugnisse, Geburtsurkunden, alles, was mit Job und Co. zu tun hat, wo ich einfach noch nicht weiß, ob es weg kann. Und das da hinten sind auch noch aktuell wichtige Sachen, beziehungsweise 1, 2, 3 Sachen aus meiner Ausbildung. Komplett vollgeschriebene Bücher mit meinem Wissen,
Davon kann ich mich noch nicht trennen, aber es ist schon deutlich kleiner geworden, wie ihr seht. Seid ihr fertig mit dem Aussortieren, ist es natürlich so, dass ihr das alles wieder an den gewohnten Platz zurücksortiert oder einen Platz dafür findet, dass ihr das auch immer wieder findet, beziehungsweise auch einen Platz festlegt, wo dann die neuen Briefe hinkommen. Denn wir hatten das so, die lagen hier überall in der Wohnung verteilt. Ich musste echt durch die komplette Wohnung rennen und immer wieder irgendwelche Unterlagen von Schlafzimmer auf diesen Schreibtisch und was weiß ich, die lagen überall. Es ist natürlich schwierig, da irgendwas zu spenden, zu verkaufen oder zu verschenken an Papieren. Es sei denn, es sind irgendwelche Gutscheine, die ihr absolut nicht nutzt, in Papierform. Die könnt ihr verschenken. Spenden bringt da, glaube ich, nichts. Verkaufen bringt da, glaube ich, auch nichts. Von daher bleibt eigentlich nur der Weg zur Mülltonne. Tada! Ich bin doch noch mal ein bisschen durch Chris' Sachen durchgegangen und habe ein bisschen Pappmüll gefunden. Ja, das ist das Endresultat. Ich sollte des Öfteren vielleicht mal meine Papiere durchgehen, weil da einfach todesviel übrig bleibt. Ja, ihr habt jetzt gesehen, ich habe immer noch relativ viel da. Zwei weitere Ordner sind eben Chris' Ordner und einer, den teilen wir uns eben. Das ist hier das ganze Wohnungszeug und die ganzen größeren Papphalter, wenn ihr wisst, was ich meine. Da gibt es einen von für Chris. Einen für mich, den habe ich euch eben gezeigt. Da sind so meine aktuellen Sachen drin und eben diese drei beschriebenen Bücher. Und wir haben davon eins für Bürozeug, also Papiernachfüller für den Drucker zum Beispiel. Obwohl ich eben auch versuche, immer weniger Papier zu verschwenden einfach. Geht aber nicht, wenn man sich bewerben muss zum Beispiel. Deswegen haben wir das da. Wir haben auch noch Fotopapier da, eben für Geburtstage oder sonstiges, wenn man mal ein schöneres Foto ausdrucken möchte. Und Post, das heißt Briefumschläge, große Bewerbungsbriefumschläge, drei gepolsterte Taschen habe ich jetzt noch behalten und kleine Briefumschläge mit Fenster, ohne Fenster und ganz kleine für Krankmeldung theoretisch. Ja, das ist jetzt alles noch da. Und ich schätze, ich muss irgendwann nochmal drüber gehen. Einfach, ich habe ein, zwei Sachen immer noch so gesehen, wo ich nicht genau wusste, ob ich das jetzt loswerden kann. Da müsste ich nochmal recherchieren. Ja, aber ich bin schon mal glücklich, dass so viel weggekommen ist. Und es fliegt hier nichts mehr rum an Papier. Das ist einfach schon mal die Erleichterung pur. Und das Schöne ist, ich darf hinter mir hier ganz alles zum Pappmüll bringen. Oh. Und es gibt natürlich noch einen extra Step. Und das wäre eben, ein neues System einzuführen. Das heißt, unten, wenn ihr andauernd Werbung bekommt und eigentlich immer nur wegschmeißt und gar nicht mal reinguckt, dass ihr dann unten bitte keine Werbung einfach mal anbringt. Ihr könnt das ganz normal selber schreiben und auch mit Tesa unten festkleben, gar kein Problem. Ihr könnt das auch auf einfach so Sticky Notes machen und einfach unten dran batschen. Hauptsache es steht da und ihr bekommt einfach kein weiteres Papier, was ihr einfach tatsächlich nur zur Mülltonne tragt. Und das ist auch einfach eine Erleichterung für euch, weil ihr weniger Müll produziert und weniger runtergehen müsst, um diesen Müll wegzutragen. Genauso verhält es sich eben mit diesen ganzen Katalogen. Ich bekomme immer noch teilweise H&M-Kataloge. Da muss ich selber an H&M auch in dem Fall noch schreiben. Das heißt, H&M und sonstigen Katalogsleuten schreiben, die mir immer Kataloge schicken, wo ich mittlerweile nicht mehr reingucke, einfach weil ich auch nicht mehr so viel kaufen möchte. Ja, dass ich das einfach abmelde, dass ich da einen Brief hinschreibe, eine E-Mail hinschreibe, wie auch immer, und diesen ganzen Dienst einfach abmelde, dass ich da noch mehr Papier bekomme. Denn wie gesagt, ihr bekommt es und tragt es zum Müll. Von daher kann man diesen ganzen Schritt auch einfach eliminieren, indem man sagt, ich möchte es einfach gar nicht mehr bekommen und muss nicht mehr zum Müll gehen. Zeitersparnis. Wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, bleibt der letzte Schritt. Der wäre, feiert euch selbst. Natürlich, feiert euch selbst. Ihr greift euch jetzt wieder das nächste, was hier rumsteht. Schokolade, Kaffee, Wasser, eine Banane, keine Ahnung. Greift euch irgendwas, feiert euch selbst. Denn ihr seid gerade eure kompletten Papierunterlagen durchgegangen. Halleluja, ich hasse es, Papierunterlagen durchzugehen. Und ja, feiert euch. Ihr habt es euch verdient, ich habe es mir verdient. Und somit war es das von mir. Ich gehe mich jetzt feiern. Ich sehe euch im nächsten Minimalism Sunday wieder und ihr seht mich im nächsten Minimalism Sunday wieder. Bis dahin.